Autor hat ja gerade gesagt, dass sie eigentlich nicht trainiert haben. Sie sind quasi immer in die Berge reingefahren und dann Schüttung gehen, abgeschlossen und jetzt wird es Klettern angefangen. Aschiluk, quasi unter Winterbedingungen und dann haben wir schon wieder gleich gewusst, dass es geht. Du hast mir immer gesagt, du musst gescheit im Holz arbeiten und wenn's, es war nämlich immer so, wenn ich im Holz gescheit gearbeitet habe, dann war ich im Sommer richtig fit beim Klettern und genau deswegen bin ich nämlich ins Holz gegangen. Sonst hätte ich ja Holz selber gearbeitet. Und dann halt, haben wir das da aufgeführt, am Stab. Da unter, gleich da unter, gell? Ja, ja, das war ja fünfmal und sechste Mal haben wir es beim Permoser, das war wirklich ein denkwürdiger Tag für mich selber, vor dem Geburtshaus gespielt, in Kammer draußen. Ja, das war ja. Da hast du die ganze Haut gekriegt, also ich zumindest, gell? Nicht gerade, weil es so geringt hat und so sau gekriegt. Ja, und dann haben wir es viermal haben wir es da untergespielt. Da haben wir die Schredelgassen haben wir dann umfunktioniert in eine italienische Stadt, Altstadtlandschaft. Gell? Also, da haben wir Wäschchasse gehängt, gell? Haben wir die, zu den Hausinwohner haben wir gesagt, ob sie uns nicht so alte Wäsche zur Verfügung stellen. Gell? Da war einer dabei, da möchte ich jetzt den Namen nicht nennen. Der hat von seiner Frau hat er die ganze Unterwäsche zusammengesammelt. Und hat er uns mitgegeben und die haben wir dann raufgekriegt. Ja, die ist tot närrisch von dir. Aber wir haben es nicht mehr runtergehen können, weißt du, so herumgewinnen. Ich war eben mit Fritz da in Polen und der Tschechei, wie wir von Warschau nach Zakopane gefahren sind, in einen kleinen Käfer. Zu viert. Ski haben wir einen Haufen dabei gehabt, jetzt haben wir da. Haben wir da gelandet mit einer Propellermaschine und dann haben wir alles ausbraten müssen draußen, den Skisäck. Und dann haben wir gekommen, im Trenchcoat wie im Kriminalfilm, so die waren vom Geheimdienst oder sonst woher. Dann haben sie aber reingelangt, was wir da drin haben. Gell? Die Ski haben da jetzt vor. Dann hat aber hinter mir ein Christ dazu und gesagt: Du tust deine Bratzen raus, das geht dir nichts. In dem kleinen Käfer gefahren. Der Fritz ist vorne so geguckt, so, weil unten hat er die Taschen gehabt, da hat er Taschen gehabt. Wir haben hinten einen Sitz ausgebaut und dann haben wir den hingelegt und dann haben wir alles vollgestopft und dann haben wir eingestiegen und ist der Käfer runtergegangen. Dann haben sie die Radeln gerade noch drauf. Hat der da noch eine Stadtrundfahrt gemacht mit uns? Wir haben aber 800 Kilometer so fahren müssen im Winter. Und dann ist der Fritz so drin, guckt mir da hinten und dann haben wir uns mehr alle austauscht. Und dann hat er uns die Hochhäuser gezeigt und hat er gesagt: Ohne Herd groß, das vergiss ich nicht mehr. Und dann hat hinter mir einen gesagt: Ja, Hack und Zack, jetzt fahren wir endlich einmal nach Zakopane. Meinst du, dass wir keine Hochhäuser haben? Da sind die Bauern reingekommen und haben in erster Linie Butter und Eier verkauft, selbstgemachte Butter und Eier. Selbstgemachte Eier. Selbstgemachte Eier. Ich sag's dir, wie das geht. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir mal drin, Mutter und ich, nach dieser Urlauberin reingekommen und die hat eine Nivea-Creme verlangt. Dann hat der Bass gesagt: Mathild, hat er ausgeschrieben, gell? Mathild, haben wir eine Nivea-Creme? Da hat sie eher geschrieben: Wir haben keine Nivea, wir haben gerade Erdal. Der Herr Altoberbürgermeister, muss man ja sagen, der Stahl, hat sich bereit erklärt, beziehungsweise er war eigentlich ganz neidisch drauf. Da vorne kommt die Turnhalle, die ganzen Matten sind kaputt. Die haben alle geschnitten. Ich weiß nicht, die waren zwar schon so alt, eins kaputt worden, durch das, dass die da oben angesprungen haben, weil die jungen Leute haben da nie Start. Da wird die ganze noch keine Aufzug gemacht haben, da die ersten, glaube ich, um 6 erst umgegangen. Also gut, haben wir geschaut, wenn wir das finanziell irgendwie hinbringen,
dass wir halt das irgendwie da Entschädigung dann rausbringen. Da haben wir schon gedacht, gut, der Profit ist jetzt für Samstag und Sonntag schon beim Teufel. Aber es ist ja dann noch schlimmer gekommen, gell? Dass im Gaufest sind die Böllerschützen da und die habe ich in die Turnhalle reingereiht, dass sie da drin schießen. Jeder Verein, der kommt, ist geschossen worden. Und die haben die da so geschossen und nicht mehr so geschossen. Und haben in der Turnhalle die ganzen Fensterscheiben geschossen. Und dann. Jetzt wollte ich mal sagen, da war ich noch ganz ehrlicher Mensch. Also. Ach, doch, klatsch es noch. Ich hab gesagt, hätte ich bald gesagt. Einer verliehen. Er hätte in besagter Zeit vor den Pfingsttagen in der Pechschneid ein für seine Ausübung des Lebzelterhandwerks notwendiges Kraut namens Kronfüß gesammelt, also Krähenfüße, also das ist so ein Bodenkraut. Dabei traf er unversehens auf einen fremden Vogel. Das müssen wir jetzt erwähnen, die Vogeljagd war den Untertanen erlaubt. Also ähnlich einer Henne. Da er einen solchen vorher nie gesehen hatte, eilte er heim, um mit seinem Nachbarn Pettendorfer erneut ins Hochmoor aufzusteigen. Beide waren nun besser ausgerüstet, Högner mit einem seiner Gewehre und Pettendorfer mit der ledernen Gewehrhülse. Da aber der seltene Vogel nicht mehr anwesend war, gingen sie alsbald wieder nach Hause und beschlossen aber, die Büchse samt Hülse für einige Tage in dem hohlen Baum zu verwahren, um schussbereit zu sein, falls der Vogel wieder auftaucht. Also. Damen hat er mit dem Schirm gewinnt, der die Dame den Schirm auf der rechten Schulter zum Beispiel gehabt hat, hat das geheißen, also wenn es mich anrührst, ich bin schon der Vier ein bisschen. Wenn sie den Schirm so genommen haben und haben ihn da am Boden so ein paar Mal hin, dann hat das geheißen, bei mir brauchst du gar nicht angreifen. Gell? Und das Schönste bei dieser Koketiererei war das, wenn die Dame, die man natürlich viel gelernt, vor dem Körper den Schirm so gedreht hat. Das hat nämlich geheißen, ich liebe dich. In Kranstein am Hochberg, da haben sie die Reste der alten Bürgerwaldschanze, die haben sie da auf einen über 5 Meter hohen Haufen zusammengehauen und die ist dann konkret geworden. Und dann habe ich jetzt in der Zeitung gelesen, die waren sich aber nicht ganz sicher, ob das auch gleich brennt, wenn der Läufer kommt. Und dann haben sie einmal eine Probeanzündung gemacht, um, ich glaube, einmal eine halbe Elf übereinander. Dann haben sie aber das nicht mehr löschen können. Wir waren in Seon, war das. Da haben sie ein neubautes Pfarrheim gehabt. Ich weiß nicht mehr genau, wann es gewesen ist. Und ja, da ist jetzt der heutige Volkstanzkurs. Gell. Jetzt sind da lauter Dirndl da gewesen. Gell. Ja, wie tun wir jetzt da? Gell. Ja, dann hat so eine Jugendleiterin oder Jugendleiter gesagt, ja, hat gesagt, mir fällt jetzt gerade was ein. Ein Keier drunter ist meine Strandenstunde. Wenn wir dir dazu nehmen, dann hat sie gesagt, ob das ging. Dann sage ich, ja, freilich, da hat sie es laufen, gell. Jetzt sind die Dirndl alle so um ein, zwei Köpfe größer geworden wie die kleinen Ministranten, gell. Ob da recht viel hängen geblieben ist von der Tanzerei, das weiß ich nicht. Also, das weiß ich nicht mehr. Aber das sind so Erinnerungen. Das war wieder etwas von der lustigeren Art, nicht? Da haben wir Siege, war da mein großer Lehrmeister. Der hat gesagt, alle, jetzt geh weiter. Da war da so ein verschrecktes Hurwei, aus dem mache ich einen Spieler. Ne? Ja. Habe aber schon ein bisschen Vollkenntnis gehabt, weil ich ja beim Müller die Theaterplakate von Chiemgauer Volkstheater überdrucken durfte. Ich weiß nicht, wann war es, 40 Jahre, hast du eine Jungkur gemacht, dann habe ich gesagt, aha, man muss einen Vollbart und dann irgendwann wegrasieren, dann ist man 10 Jahre jünger. Ich weiß nicht, wann das war. Okay, auf jeden Fall, ich bin damals gestürzt und ich möchte nur zum Stürzen noch was sagen. Früher war das Stürzen noch was ganz was Besonderes. Heutzutage stürzt man sowieso immer, weil das gehört, wenn man an die Grenze geht, gehört dazu, aber damals. Und da geht es dann weiter in die Tradition des Traunsteiner Jugendmannschaft.
da war so der Kletterabschied, am Ende der Klettersaison, war es ganz was Wichtiges. Da sind wir alle zusammengekommen und haben gefeiert, dass man es praktisch in Anführungszeichen überlebt hat. Und wenn einer mal gestürzt ist, der hat dann einen Vogel gekriegt, also einen Sturzvogel. Und das war mein erster Vogel, da war ich ganz stolz drauf. Hey. Im Halbdelirium habe ich das mitgekriegt, oder so, ha, jetzt habe ich einen Vogel. Hey, super. Und wenn der Leo heute da war, dann hätte ich ihn aufgefordert, dass er verzeiht. Wir sind in Pamplona waren, 27, 28 Grad im Schatten und die spanischen Gastgeber haben gemeint, sie möchten ihnen was Gutes tun, sie möchten ihnen ein Lied bringen auf Nacht und haben kein anderes nicht gewusst, 27 Grad im Schatten, als wir stille Nacht, heilige Nacht. Und das haben sie ja dann unter dem Fenster gesungen. Hat er gesagt, der Leo, so geschwitzt haben wir. Ich bin mittlerweile, habe ich festgestellt, bekannt in Traunstein und ich werde auch in Verbindung gebracht mit dem Erzählcafé. Inzwischen ist es so nett, weil ich im letzten, ich weiß nicht, wie Dame da ist, war ich letztens auf dem Flohmarkt und dann habe ich für meine Weihnachtsplätzchen, habe ich dann im Sommer und so, ich bin immer gerne für den Floh, habe ich mir einen Schaf gekauft. Und dann hat das ihre Hintersatz gewechselt. Sie sagen noch die Frau von der Feldkaffee. Ja, und dann sagt sie zu mir, das ist so eine nette Veranstaltung, die schien ja nicht. Wie gesagt, an den Schirm, an den armen Poetendings, der da drin und oben hat den Schirm, weil es beim Dorf einer drin hat. Es gibt, oder beim Strubel Peter, da hat es den Robert gegeben, der mit dem Schirm da vorgeflogen ist. Und sogar der Karl Valentin. Der Valentin hat einen Sketch geschrieben, einen Dialog im Schirmladen, die wo mir meine Frau und ich sogar in Wien schon aufgeführt haben. Das war also das Ende. In der Geschichte wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen. Hexen sie jetzt noch, weil der andere vom mit dem Fallschirm runtergekupft ist. Und was wirklich in der Geschichte eingehen wird, das war, ist der Europa-Rettungsschirm. Und weil heute so der Fußball ist, weil heute so Fußball ist, möchte ich mit einem Satz von Trapattoni schon, ich habe fertig. Dankeschön.